Ich bin Esther Chaudhry, komme aus Nürnberg und habe zwei Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren. Glücklicherweise konnte ich meine Kinder, das erste im Krankenhaus und das zweite im Geburtshaus, sicher und mit der freien Wahl des Geburtsortes auf die Welt bringen. Leider ist das keine Selbstverständlichkeit und daher habe ich einen dringenden Wunsch an Bayern. Endlich ein Ende des Notstandes in der Geburtshilfe zu schaffen. Denn in Nürnberg und im Umland ist eine sichere Geburt nicht in jedem Fall gewährleistet. Viele Frauen haben oft keine Hebammen mehr, die sie für die Vor- oder Nachsorge begleiten oder können aufgrund des Hebammenmangels ihren Geburtsort nicht mehr frei wählen. Dazu kommt, dass viele Frauen an Kreißsälen abgewiesen werden und zu weiter entfernten Kliniken fahren müssen. Deshalb wünsche ich mir, dass der Notstand in der Geburtshilfe endlich gesehen wird. Denn das Ereignis der Geburt prägt das weitere Leben von Eltern und Kind. Auch der Väter, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und deswegen helfen auch wir da. Wir haben zum einen ein Programm aufgesetzt, die Geburtshilfe auch in den kleinen Standorten ländlicher Raum zu erhalten. Wir unterstützen die Hebammen mit einem Hebammenbonus 1.000 Euro pro Jahr, um ihren Beruf attraktiver zu machen. Und wir beginnen mit Lehrgängen, insbesondere an Universitäten, auch der Akademisierung der Hebammen, um diesen Beruf attraktiver zu machen. All das macht nur Bayern und kein anderes Land. Es wird helfen. In meinem Freundeskreis gibt es den zynischen Witz, such dir erst eine Hebamme und werde dann schwanger. Und sorry, das kann es ja einfach nicht sein. Wir Grüne wollen Hebammen besser bezahlen. Wir wollen keine Geburtskliniken mehr schließen und wir wollen Hebammen unterstützen, wenn sie sich zum Beispiel auf dem Land selbstständig machen. Außerdem finde ich, ist es das Recht einer jeden Frau, dass sie innerhalb von 30 Minuten in irgendeiner Form zu einer Geburtshilfestation kommt. Dafür müssen wir uns einsetzen und dafür muss die Politik endlich Geld in die Hand nehmen. Es darf eben nicht vom Wohnort abhängen, ob du eine Hebamme findest oder nicht. Und deswegen brauchen wir flächendeckende Hebammenversorgung. Das heißt, auch in den Krankenhäusern muss es eine Mindestzahl an Hebammen geben, das gesichert ist, dass jeder seine Geburt dort haben kann, durchführen kann, erleben kann, wo er will. Und das setzt aber auch voraus, dass die Hebammen bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Es ist ein Skandal, wie mit Hebammen in Bayern umgegangen wird. Die nur noch 500 Hebammen, die wirklich an der Mutter bei der Geburt arbeiten, sind unterfinanziert. Die müssen 8.000 Euro Versicherungsprämie bezahlen. Wir sagen, diese Versicherungsprämie muss der Freistaat Bayern übernehmen und wir müssen die auch besser bezahlen, wenn sie mehr Geburten gleichzeitig machen, sonst stirbt bald die letzte Hebamme beruflich aus. Und das ist ein Skandal für Mütter mit Kindern. Als AfD-Vertreter fordere ich, dass der Staat die Haftpflichtversicherung der Hebamme übernimmt. Das ist ein gewaltiges Hindernis. Wir brauchen wohnortnahe Krankenhäuser und Geburtsstationen. Das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Das darf nicht dem Kommerz geopfert werden. Hier steht die AfD für eine soziale Komponente. Wohnortnahe Krankenhäuser und Geburtsstationen. Als Familienvater weiß ich aus Erfahrung, wie wichtig Hebammen und wie wichtig Geburtshilfe sind. Die Politik muss das sicherstellen, sowohl in den Städten als auch auf dem Land. Gerade da werden ja die Krankenhäuser auch immer weniger. Die Hebammen haben oft das Problem, dass sie wegen den hohen Versicherungsbeiträgen sich den Job nicht mehr leisten können. Da ist der Staat gefragt, Bayern muss die Geburtshilfe und die Hebammen sicherstellen. Das Problem, dass wir zu wenig Hebammen haben, ist vor allem mit dem geringen Lohn zusammenzubringen. Hebammen werden zu schlecht bezahlt. Deswegen fordern wir einen besseren Lohn für die Hebammen, denn mit dem Hebammen beginnt das Leben. Es sollte vor und nach der Geburt genügend Zeit für die Hebammen geben, sich um die Eltern und die Kinder zu kümmern.